Moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir sind auf dem Weg zu Fort Goldfoot oder Schloss Goldfoot. Oder wie hieß das nochmal? Genau, Schloss Goldfoot. Und ich will rausfinden, ob jetzt das Ding da mit der Klaue irgendwie irgendwas machbar ist, weil die Geschichte, die wir darum um dieses Schloss gelesen hatten, hat ja mit einer Klaue zu tun, eine abgehackte Klaue. Und diese Klaue besitzen wir jetzt, die wir uns ausgeliehen haben natürlich. War das hier der Weg? Nein. Wo war denn der Weg? Ach da. Da ist der Weg. Das da ist es. Und dass wir seit Ewigkeiten wieder Richtung Flussheim gehen. Ich dachte schon, was fliegt denn da? So, ich sehe da schon ein Kätzchen. Das Bock hat auf Stress. So, und ich will jetzt wissen, so ist das Schloss da wirklich also hat das wirklich mit dieser Aschewitwe zu tun? Ich will es jetzt wirklich wissen, ich will es in Erfahrung bringen, so, ich will es ausprobieren. Kann sein, dass wir auch oder ich jetzt komplett daneben liege. Das hier macht mir immer noch Angst. So, ich denke jedes Mal, das wird einstürzen. Vielleicht muss man gegenhauen und stürzt ein. Kann auch sein. Will ich nicht riskieren. Warte mal, wie viel tragen wir mit uns? Fast 400 Kilo. Von fast 500. 100 Kilo können wir noch mitnehmen. So, ich bin auch froh, wenn wir gleich aus diesem Grau hier raus sind, aus dem eisigen Gebiet. Wenn es gleich wieder grün wird und alles. Oh, mir juckt auch mein Auge. Nicht nur Auge, Nase juckt auch immer wieder. Ich weiß nicht warum. Sind die hier die Banditen eigentlich wieder da? Nope. Anscheinend nicht. Aber hier in dem Gebiet haben wir ansonsten eigentlich, glaube ich, alles abgeschlossen. Abgesehen jetzt von dem Schloss. Also jede Dungeon haben wir einmal betreten, jeden Dings einmal hier besucht. Stuhl rutscht wieder runter, finde ich auch schön. Na, mein Kleiner? Ähm.
Ich bin falsch abgebogen irgendwo. Ja, hier, da lang. Ich war schon so lange nicht mehr hier. Oh. Ich finde es aber auch krass, wie lange ich jetzt eigentlich auch schon an Enderal sitze. Wir sind jetzt auch schon bei über 100 Folgen. Und vom Gefühl her sitze ich auch schon viel, viel länger an Enderal. Enderal hatten wir auch sogar schon mal wegen Kingdom Come Deliverance pausiert gehabt. So, weil ich das unbedingt noch vor Kingdom Come Deliverance 2 spielen wollte und gedacht hatte, das wird noch zu kurzfristig sein, dass ich das nicht rechtzeitig schaffe, mit wenn ich nach Enderal mit Kingdom Come anfange. Und im Nachhinein dann festgestellt, ich lag mit dem Gedanken komplett daneben. So, und ja, aber jetzt sind wir schon auch quasi kurz vorm Ende. Wir nehmen alle Nebenquests auf jeden Fall noch mit, die zumindest aktiv sind. Stimmt, mit Silas Schatulle haben wir noch nicht zu Ende gemacht, oder? Hi Silas! Ich kann nicht mit ihm reden, okay. Weil wir hier auch noch nicht fertig sind. Wir haben den nächsten Anhaltspunkt noch nicht gefunden. Ich glaube aber, was diese Questreihe angeht von Silas, da muss ich wirklich googeln, wo es sein soll. Weil ich bin von selber nicht schlau genug, das rauszufinden, wo das ist. Also der nächste Anhaltspunkt von seiner Schnitzeljagd. Ich glaube, es gibt hier aber wirklich ein paar Questreihen, wo man suchen muss. Da komme ich übers Google nicht hinweg. Was schade ist, weil ich wünsche, ich wäre schlauer und wäre in der Lage, das selbstständig irgendwie rauszufinden. Aber manche Sachen hatten wir ja schon ein paar Mal versucht rauszufinden oder so. Zum Beispiel Kürbispflanze. So, ihr wollt wahrscheinlich wieder Stress. Ich habe jetzt aus Versehen einen Fuchs getötet. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ja. Da hinten ist schon das Schloss. Bevor wir es betreten, werde ich nochmal speichern. Wahrscheinlich sind die ganzen Toten wieder da, beziehungsweise die Verlorenen. Ich muss auch was wegen meinem Rücken machen. Ich habe mittlerweile vom Sitzen... Ich sitze auch irgendwie nicht gerade, wenn ich hier am Aufnehmen bin oder so. Na, steckt es fest? Ich muss aber sagen, das Schloss sieht eigentlich schon geil aus. Das Gold, das ich übersehen habe. Groschenbeutel.
unglaublich, dass ich das übersehen habe. So viele tausend Male war ich hier? Oder es ist gerespawnt. Kann auch sein. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Habe ich das da mal gelootet? Ja. Okay, die wollen wieder Stress. Und automatisch gespeichert. Ah, oh, die Pirscher wieder. Da ist sie. Ja, okay, hier ist der Weg. Die Straße. Na, jetzt ist aber wirklich die Frage, ist die Klaue wirklich für das Schloss da oben? Und können wir die Aschewitwe dann angreifen? Hat das mit der Aschenwitwe zu tun? Vor allem, ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass es vielleicht die Aschewitwe aussehen würde wie diese Irrlichtmütter. Ich habe vergessen, wie die hier nochmal heißen. Aber die Irrlichtmütter halt aus Skyrim, die aber vielleicht irgendwie wie so ein schwarzer Geist aussieht. Nicht so bläulich. Oder so brennend, so rot. Könnte auch sein. So vom Gefühl her, glaube ich. Und da werden wir einmal kurz speichern. Da sehe ich schon jemanden. Warten. Tatsächlich. Die Aschewitwe. Alle Mieter, die das Spiel auf Ender finden, 3 von 5. Lebensenergie. Die Aschewitwe. Finger des Glücksritters, Set-Gegenstand. Okay. Ender leer gewaschen. Beschleunigung mystisch. Ein mächtiger Zauber der Taumaturgie, der kurzfristig eure Bewegungsgeschwindigkeit signifikant erhöht. Nehme ich mit. Okay, ihre Brust hängt raus, aber zum Glück kein Nippel zu sehen. Und das war's? Also es hing doch mit der Klaue zusammen. Können wir da jetzt rein? Also, und richtig alles erkunden? So, gerüsteter Verlust. Was hat der Gerüstete verloren, ne? Okay. Autsch. Standard.
Lebensflusstrank. Bücher durchsuchen. Ah! 41 von 100 haben wir schon. Festleder und Schutz. Okay, aber die Aschewitwe war jetzt eigentlich die einfachste bis jetzt. Von den Mythen und Legenden. Goldfurt Bestandsbuch. Ihr könntet mit wenigen Blicken erkennen, dass es sich zweifellos um ein Register für Lieferungen handelt. Auf den letzten Seiten finden sich einige zusätzliche Notizen, bevor die Aufzeichnungen mitten im Satz enden. 3 Tonnen Fisch. Ich nehme das mal mit, vielleicht kann das irgendwer gebrauchen. Hier geht's auch nochmal runter. Da geht's auch nochmal weiter. Und hier auch. Was ist das denn? Eichenhaut. Rüstungswert 28. Haut. Jagdlammbogen. Die Groschen nehme ich mit. Vorne geht's auch nochmal weiter. 3 verlorene. Und hier geht es auch noch mal weiter. Oder auch doch nicht. Oder doch? Ich scheine hier jetzt ganz woanders zu sein. Lehrbuch Schleichen, Lehrling? Fernkampflehrling? Stab des Frostbisses? Goldfurt Burgfriedschlüssel. Hier haben wir den jetzt. Argwend, Nerem, Enderal. Okay, Arazeal und Kyra. Und Insel der Skarak und Melet. Die fehlen noch. Also. Argwend und Nerem, die werden wir noch spielen, aber Islands of Skarak, Kyra, Arazeal und Melee, die müssen, glaube ich, noch vorkommen, ne? Ah, und somit sind wir jetzt hier in der Haupthalle. So, da warten welche auf uns.
Alter, der hat mich jetzt getroffen. So, ich würde den gerne mal den Globus mitnehmen. Oder die Karte. Vielleicht vorsichtshalber einmal speichern. Jetzt können wir endlich rein. Autsch. So, leeres Pergament. Was gibt's denn hier? Was? Ach, der Pfad. Feiner Mantel. Noch ein leeres Pergament. Dieses Geräusch macht mir irgendwie immer Sorgen. Nochmal der Pfad. Ich weiß nicht, wonach ich hier suche. Also, ich sehe mir das hier gerne einmal alles an. Ich bleibe aber erstmal hier oben. Da gab es auch noch eine Tür. Also, ich weiß nicht, was ich hier finden werde oder finden soll. Da war auf jeden Fall... jemand. Dora hat halt Goldfuß. Das Set des rätselhaften Nomaden. Okay, jetzt ist sie erstmal nackig. Sind schon nämlich mit. Ein Lederstiefel macht. Das nehmen wir mit, können wir verkaufen. Wen hat sich hier zerhackstückelt? Leeres Papier. Noch ein leeres Papier. Was ist das für ein Buch? Chroniken von Goldfurt. Nehme ich mal mit. Set des Rattenfängers. Nehme ich mal mit. Schloss Goldfurt. Hier ist ein Geheimeingang. Okay. Ich werde jetzt aber erstmal was essen. Ein Krustenbrot. Wir gehen gleich nochmal hier hin. So, wofür das denn? Benötigt einen Schlüssel. Ach so. Ja gut. Gehen wir wieder hoch. In den Geheimgang. Der Weg nochmal da.
oder Goldfurt. Komm, du darfst da ein bisschen. Die hat da. Okay. Schloss Goldfurt, wo führt das hin? Ich speichere einmal, bevor ich mit der Kette interagiere. Okay, haben wir das Schloss jetzt abgeschlossen oder wie? Ging aber schnell. Dum, dum. Gibt's hier noch irgendwie was? Okay, dann haben wir das Schloss beendet. Ich habe jetzt gedacht, das würde viel länger dauern. Okay, dann haben wir jetzt nur noch zwei Mythen und Legenden offen und warten noch immer auf Esme. Was könnten wir in der Zeit machen? Wir haben noch ein paar Quests offen. Preis der Freiheit. Spross Gustav, Pyreische oder Sternlingsche Gegenstände beschaffen. Wir haben ein paar Sternling-Sachen. Pyreische haben wir jetzt nichts. Dum, dum, dum. Warte mal, wo muss ich eigentlich hin für diese Quest? Nach Ark, okay. Laufen wir dahin. Obwohl eigentlich, wir haben ja den ganzen Weg jetzt wieder freigeräumt. Eigentlich könnten wir auch schnell reisen. Per Schriftrolle. Ist das eigentlich Ark? Nein. Können wir von hier aus gar nicht mal sehen. Das ist irgendwo da hinten. Von Berge sind auch sehr, sehr spitz, wenn man ehrlich ist. Wenn man da hinguckt. Ach komm, wir sind mal nicht so, in Kumais Höhle. Teleport nach Ark. Wir haben so viele davon. So. Machen wir eine Schnellreise.
Und wenn wir jetzt auch schon so oder so genug von den, Hört meine Worte, o ehrenwerte Bewohner dieser heiligen Stadt. Vom heutigen Tage an herrscht Krieg. So, okay, Südviertel? Hätte ich irgendwas mit der Klaue machen sollen? Eigentlich noch? Drüben? Ich weiß es nicht, Manche Schichten gehen einfach nie zu. Hallo? Hallo. Ah, warte mal, das, Rostdings, Gustav ist ja von der Dings. Okay, machen wir dann was anderes. Die Höhle untersuchen für... Dings hier, die Jam. Machen wir stattdessen das. Wo müssen wir dafür hin? Stallklippe. Okay, das geht in Ordnung. Mal fast zum Gruß. Mal fast zum Gruß. Machen wir das. Die Höhle da einmal untersuchen. Die Erinnerung des Infiltrats zu lernen, euch sowohl erfolgreich schleichen. Ah, okay. Hier komme ich nicht mehr raus, hä? Ich muss einen anderen Weg nehmen, um rauszukommen. Den Haupteingang, glaube ich. Also den ich jetzt als Haupteingang sehe. Also da den im Fremdenviertel. Oder den hier. Der hier geht auch. Leder. Bisher. Wieso aktualisiert sich hier die Dings gar nicht? Medam. Ist ja jetzt ein Umweg, was wir hier machen, weil der Tor halt zu ist, aber naja. Dum, 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 dum. Eselchen ist wieder dort. Medam. Misser. Okay, die Wache hat sich aber auch hier. Und wie viele Wachen hier rumlaufen? Schreitet wohl! Schreitet wohl! Ist das hier... Ja, das ist der richtige Weg. Vorerst. Was hat es eigentlich mit dem Pferd da jetzt auf sich? Wie lange will der noch da stehen? Thank you.
hier wird es wieder Untote geben, also Verlorene. Ja, da ist wieder einer. Und da ist der andere. Okay, das sah gerade geil aus. So. Und Kopf ab. Ist hier eigentlich dort eine Buch wieder gespawnt? Hier gab es ja ein Buch. Wachter Verlorener liegt hier. Nope, kein Buch. Schade. Die Höhle untersuchen. Ist die Höhle unten oder oben? Das ist jetzt die Frage. Also ich glaube eher, dass die unten ist, aber sicher bin ich mir da nicht. Bin aber auf jeden Fall fast da. Vielleicht ist die auch hier. Bei dem Felsen. Immer diese Mooskrabbler hier. Da ist noch ein großer. Ist das die Höhle oder? Ne, ich bin anscheinend dran vorbei. Die ist irgendwo hier. Und hier ist noch eine Eisplanke. Die muss ich mitnehmen. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Schiffe. Warte mal, ist hier bei denen eine Höhle? Vielleicht muss ich hier wirklich runter. Bei denen vielleicht eine Höhle. Muss doch eine Höhle sein. Die ist oben irgendwo. Hoppala. Da, wo die Mooskrabbler gerade waren. Die ist nicht hier unten. Nur wo soll die jetzt sein? Vielleicht muss sie in irgendwas gleich kurz reingehen und dann wieder rausgehen, damit sich die das Radar oben aktualisiert, damit ich die finde.
irgendwo hier ist eine Höhle versteckt. So, ich suche mal kurz einen kleinen Dungeon. Schon, das wird heute gar nichts mehr. Autsch. Nein! Geselle? Das haben wir noch gar nicht geöffnet gehabt? Okay. Dass ich sowas noch finde. Kurz speichern. Ich glaube, in die Höhle zu gehen, ist keine gute Idee. Vielleicht auch einfach nur eine Stunde pennen? Hat sich das jetzt aktualisiert vielleicht? Also ist es da. Nur wo genau da, weiß ich nicht. Muss doch hier sein. Jetzt einfach, wo soll die Höhle sein? Hier oben? Das Ding da einen Eingang? Oder ist das hier das, was ich untersuchen soll? Hier ist noch eine Eisplanke. Anscheinend bin ich doof. Und noch eine Eisplanke. Okay, wir haben jetzt gerade 3 Eisplanken am Stück quasi gefunden, kann man behaupten. Kurz da reingehen und dann wieder raus. Damit es sich aktualisiert. Ist ja der nächste Dungeon. Warte mal. Ja, jetzt hört auf mit euren schweren Angriffen. Im Sonnenfeuer sollt ihr brennen! Wo war das?
Tor hier. Also, Dalwaldstag-Ruinen. Einmal kurz betreten und dann wieder raus. So. Jetzt müsste das doch mit der Map aktualisiert sein, oder? Ich hoffe doch. Also mit dem Kompass oben, damit es mir sagen kann, wo jetzt die Höhle ist. Ja, es wird größer. Der Marker wird da oben größer. Okay, also es ist hier eben. Also es ist jetzt richtig hier. Da? Wie hätte ich die bitte finden sollen? Einmal vielleicht speichern. Freund oder Feind? Linker Zahnfragment. Sorry, muss kurz husten. Essen nehme ich mit. So. Nein. Elementaristenring, okay. Sternix-Pfeile. Beim Namen der Sonne. Ihr! Auf sie! Autsch! So, und was mit dir jetzt? Weil es für die Schuld der Sichel finden. Nachricht der Sichel. Nachricht der Sichel? Daga, danke für deinen ausführlichen Bericht. Was deine Frage angeht, wir werden weiter nach Plan verfahren. Unsere Quellen zufolge hat Onelis kürzlich, wie erwartet, den Bund kontaktiert. Sie vermutet, dass wir hinter dem Angriff stecken, aber hat nichts in der Hand und das weiß sie genauso gut wie wir. Gerade die Auseinandersetzung des Protektors mit den Assassinen und des Nachbrauen des Giftes, exzellente Idee, wird das Tribunal auf unsere Seite ziehen, sollten diese bunten Kasper es tatsächlich ins Spiel bringen. Ich gebe ihnen noch 2 Wochen, vielleicht 3, dann werden sie nachgeben und einen Teil des Preises zahlen und wieder zurück auf ihre Plantagen segeln. Der genaue Zeitpunkt und Ort für die Übergabe des Idols werden dir in den nächsten Tagen mündlich mitgeteilt werden. Verbrenne diesen Brief, sobald du ihn gelesen hast. MG. PS, bring mindestens 5 gute Männer zum Treffpunkt mit. Diesen Erstarrten ist genauso wenig zu trauen wie den Bronzehäutigen. Skorpion und Löwe. Die Jam und Elias Bericht erstatten. Okay, da wird jetzt aber einer petzen gehen, weil der abgehauen ist. Das heißt, ich werde jetzt auch Probleme mit der Sichel kriegen. Skorpion und Löwe.
Können wir eigentlich zu diesen Schiffen hin rüber? Und die mal ausmerzen, sage ich jetzt mal. Ich glaube nicht, wir konnten das ja auch nicht am Hafen. Weil da auch einige, glaube ich, questrelevant sind. Und ich würde vielleicht nochmal die Eisplanken essen. Und noch ein Krustenbrot. Wegen der Gesundheit. Was passiert, wenn wir das Pferd jetzt mitnehmen? Es ist ja im Grunde eigentlich nicht mein Pferd, aber ich bringe es dann nach Hause, würde ich sagen, oder? Würde ich schon als nach Hause bringen, betrachten. Da es ja dort schon seit Ewigkeiten chillt und ohne Besitzer ist. Monsieur. Okay, dann nicht. Wenn es lieber zum Gruß. Wenn es lieber dort stehen will und verhungern, verdursten, was weiß ich, auf seinen nicht mehr existenten Besitzer warten will, dann lass ihn. Ihr seid Fremdländer, was? Ich wünschte, ich hätte auch mal das Rote Meer überquert. Mesdames. Monsieur. Ihr seid nicht von hier, was? Nö. Ich bin neu. Ich bin neu hier. Dum, dum. Dum, dum, dum. Grüße. Dum, 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 dum. So, dann müssen wir jetzt wieder in den falschen Hund rein. Das hört sich auch falsch an. Also zum in die Taverne der falsche Hund. Schreitet wohl. Grüße. So, und dann reden wir mit der Dame nochmal. Aus Klekern, glaube ich, ne? Ja, ich muss das hochwohlgeborene Sonnenkind stattet uns ein bisschen. Schaut gut hin. So viel echte Arbeit. Ja, soll ich euch einen Beutel für Groschen hinschmeißen? Der Herr wird es euch vergüten. Hallo! Hallo! So, Pisa. Ich war in der Höhle. Hier, seht euch das mal an. Zeigt. Saras Yodule. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. In der Höhle waren auch noch zwei Söldner, die mich attackiert haben. Einer ist davongekommen. Diese Schweine. Aber das heißt auch, dass sie wissen, dass wir es wissen. Verdammt, was machen wir nun? Ja. Trefft mich in 20 Minuten am Kontor. Was habt ihr vor? Etwas, mit dem sie nicht rechnen werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Groschenfürst versuchen wird, uns loszuwerden. Jetzt, wo wir Bescheid wissen. Und ich plane nicht, das geschehen zu lassen. Gut, ich treffe euch beim Kontor. Perfekt.
und danke. Ja, okay, 20 Minuten, hat sie gesagt. Kümmert euch um euren eigenen Kram. Ich will doch nur an euch vorbei. Ja, was meckert der? Nur wenn man an jemand vorbeiläuft? So, Südviertel. Nein, ich komme hier nicht. Hallo? Hallo. Malfas zum Gruß. Malfas zum Gruß. Beeindruckende Waffe, die ihr da tragt. Die muss uralt sein. Ja. Feier ich auch, dass die sowas kommentieren, wenn ich so legendäre Waffen habe. Ich wünschte, ich könnte die aber auch nochmal verbessern. So. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Ich würde aber sagen... Ihr seid nicht von hier, was? Da ist ja der Kontor. Ich würde aber sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.